Willkommen hier zurück auf der Bühne Nummer 2 zum zweiten Vortragsblock, zum zweiten Vortrag. Der Theodor wird uns gleich was über interaktive Spaziergänge für die Erkundung von essbaren Pflanzen erzählen. Ich glaube, ich hatte es vorhin falsch gesagt gehabt, ne? Also es geht um die Erkundung von essbaren Pflanzen. Ansonsten viel Spaß mit dem Vortrag. Theodor, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Hallo auch von mir an alle von der Konferenz. Es soll jetzt um interaktive Spaziergänge gehen, mit denen man mit Hilfe einer App essbare Pflanzen erkunden kann. Und da möchte ich zuerst das Projekt kurz einführen, wie das entstanden ist. Ich möchte danach auch verschiedene Schritte des Vorgehens von App-Entwicklung eingehen, wie Anforderungen, Entwurf, Implementierung. Und ich würde auch gerne verschiedene Beispiele und Tipps geben, die mir geholfen haben, damit dann das zu implementieren. Und ein Ausblick am Schluss soll noch den Vortrag abrunden. Ich bin Theodor Rieche. Ich studiere gerade noch im Master, bin bei der Masterarbeit von Geoinformatik Management hier an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden und bin auch wissenschaftliche Hilfskraft am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, ebenfalls hier in Dresden. Das Projekt, um das es heute gehen soll, nennt sich Essbarer Stadtteil Blauen. Und das ist eine Initiative aus Dresden, die sich gegründet hat im Rahmen des sogenannten Zukunftsstadt Dresden-Projektes. Das ist ein Ideenwettbewerb, mit der quasi nachhaltige und soziale Ideen prämiert wurden, dass man die dann auch ausprobieren kann. Und ein Ziel ist unter anderem, essbare Pflanzen und Gehölze im Stadtbereich zu untersuchen, zu schauen, wo sind die vorhanden und auch, was kann man damit dann machen, also in welchen Rezepten zum Beispiel die verarbeiten und Ähnliches und auch ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffen, was man eigentlich so auch um die Ecke vor Ort hat. Deshalb ist dann eine Zusammenarbeit entstanden, um eine interaktive Web-App zu entwickeln. Und ich konnte das für mich auch gleich noch im Rahmen meines Studienganges als sogenanntes Projektstudium bei der Frau Schwarzbach auch an der HTW Dresden absolvieren. Das Untersuchungsgebiet ist in Dresden. Das ist der Stadtteil Dresden-Blauen im Süden. Und der ist relativ vielfältig. Es gibt im Norden des Gebietes eher eine flache Oberfläche. Im Westen fällt das Gebiet steil ab in den Weißeritztal und es gibt auch sowohl bebaute, eng bebaute Gebiete, wie auch eher Streuobstwiesen, Parkanlagen und ländlichere Gebiete auch in dem Gebiet. Die Motivation ist nun, dass man eine Web-App entwickelt, die verschiedene Spaziergänge anbietet, dem Nutzer und der Nutzerin. Und da möchte ich gleich einschieben, also der Begriff Web-App ist ja eine Unterkategorie für alle, die das jetzt nicht parat haben. Das ist also ein Begriff der App-Entwicklung und eine Web-App kommt sehr leichtgewichtig daher und die muss nicht installiert werden. Die kann direkt im Browser auf Endgeräten, auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder auch auf Desktop-Rechnern ausgeführt werden. Und aus Entwicklersicht bedeutet das, dass man zwar nicht alle Sensoren dort dann vom Smartphone zum Beispiel abgreifen kann, aber die GPS-Koordinate, die schon, also der Standort, und das ist hier ausreichend. Also ist das schon mal vorweggenommen, gleich schon mal so eine Wahl. Es soll also weiterhin Stationen geben pro Spaziergang, wo dann essbare Gehölze und Pflanzen dort sich wiederfinden. Und es können aber auch Point of Interest eingefügt werden in solch einen Spaziergang, zum Beispiel kulturhistorische Plätze, wie auch Brunnen und Denkmäler oder auch Aussichtspunkte, um quasi doch auch noch so einen gewissen touristischen oder auch Bildungsaspekt mit reinzubringen, um das ein bisschen zu erweitern, das Konzept. Eine ganz schöne Sache finde ich, dass mit den Spaziergängen auch möglich ist, verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Das bedeutet, man kann also für Schülerinnen und Studenten zum Beispiel, könnte man sich eine Route überlegen, um dort auch einen Projekttag mitzugestalten, mit dem man dann quasi die Route läuft und dort einiges erfährt. Oder auch allgemein ökologisch interessierte Menschen könnten vielleicht noch spezielle Informationen bekommen. Es wäre auch möglich, verschiedene Routen zu entwickeln, barrierefrei und nicht barrierefrei, also jeweils einen anderen Routenvorschlag, der entsprechend dort die Barrieren umgeht. Und das ist auch schon der Fall, damit einzugehen auf die Saison, also auf Frühjahr, Sommer und Herbst Spaziergänge, um dort dann die jeweils dort gut sichtbaren, blühenden, essbaren Pflanzen entdecken zu können. Und es ist nicht das Ziel, dass man jetzt alle Standorte recherchiert. Also das gibt es auch schon Mundraub und andere Projekte, wo das dort der Fokus ist. Also wenn ich jetzt eine Filterfunktion möchte, gib mir bitte von einer Art, von einer Sorte alle Standorte, dann gibt es da schon andere Anwendungen dafür. Komme ich nun gekürzt zu einer Anführungsanalyse. Die Zielgruppen wurden schon so grob vorgestellt. Daraus ließen sich einige Anwendungsfälle ableiten.
Der Schwerpunkt auf der Web-App mit interaktiver Karte wurde schon genannt, ebenfalls mit Spaziergängenstationen. Und eine Station soll auch weitere Informationen mit einem Foto zum Beispiel anbieten können, dem Nutzer und der Nutzerin. Es ist weiterhin nur Online-Betrieb möglich oder erforderlich, kein Offline-Speichern und auch derzeit nur clientseitig. Also es ist ein Frontend, da ist in Zukunft auch noch serverseitig was angedacht mit einer Datenbank dahinter. Das wäre noch eine gute Ergänzung. Aktuell ist es auch erstmal die Anforderung gewesen, für mobile, kleine Bildschirme das zu optimieren. Und auf einem breiten Desktop-Monitor sieht das entsprechend nicht ganz so optimal aus. Und es ist auch noch gedacht, die Frage, wie man jetzt neue Spaziergänge in die App reinbringen kann, dort noch einen Assistenten zu entwickeln, der quasi die Hürde, um dieses Import, diesen Import zu realisieren, noch zu senken. Der Entwurf, der entstand letztendlich so auf Papier, ganz altmodisch. Ich hatte mir so eine Vorlage genommen, quasi solche Blanko Bildschirmseiten von einem Smartphone und die dann skizziert und gezeichnet. Und das war eine gute Diskussionsgrundlage, um damit dann drüber sprechen zu können, wie das denn sein könnte, die Funktionalität. Und natürlich heute wäre es auch gut möglich, dort einen Click-Dummy oder einen Mockup gleich mit einer GUI zu erzeugen. Das wäre dann gleich die digitale Variante, die auch sicherlich Sinn macht. Komme ich nun zur gewählten Technologie, der Implementierung. Ich habe Docker im Wesentlichen, also Docker-Container, als Grundlage genutzt, um mir jeweils in Containern meine Umgebung zum Entwickeln vorzubereiten. Dort also im Dateisystem und mit den Packages, die ich brauche, das gleich so praktisch herzuleiten. Und für die Datenaufbereitung habe ich dann darauf aufbauend Python und GeoPandas im Wesentlichen verwendet oder auch mal QGIS und Node.js. Letzteres gerade für JSON auch mal ganz praktisch. Und für die App-Entwicklung ebenfalls auf Docker. Dort ist eben viel auf HTML, JavaScript, CSS, so die klassischen, wie man es kennt, basierend. Von unserer Hochschule konnte ich noch aus dem Studium ein Template noch verwenden, was ich noch geforkt habe und also so als Grundlage hatte. Und was es heute auch gehen soll, das Framework 7, also ein Framework Frontend-Entwicklung. Dort habe ich die Core-Version Nummer 5, also aus dem letzten Jahr war der Stand dort verwendet, jetzt inzwischen Version 6 schon wieder aktueller. Weiterhin kam der Node Package Manager und Webpack zum Einsatz, Open Layers in Version 5 und JSON-Dateien. Ich kann mit der Arbeit mit Visual Studio Code empfehlen, verschiedene Erweiterungen zu installieren, wie zum Beispiel Remote Development, Docker und Python. Und ich finde es dann bei den Remote-Arbeiten ganz praktisch, dort attached to running container, sodass ich direkt aus dem Visual Studio Code von meinem Host-System, von meinem Ubuntu in dem Falle, direkt in das Dateisystem des laufenden, gestarteten Containers mich dort begeben kann und dort gleich entwickeln kann. Wie liefere ich nun den Code aus? Mit Webpack konnte ich dann ein Bild, also ein Bundle generieren. Da musste ich später auch einiges beachten, dass wirklich auch noch zum Beispiel die F7.html, da komme ich später noch dazu, Dateiformate miterkannt werden und auch wirklich, dass alles schön gebündelt wird. Ich habe mit Nginx, vielleicht auch bekannt, einen lokalen Webserver betrieben, um dort dann lokal testen zu können. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, immer im Browser wieder F12, Inspector und verschiedene Debugging-Tools zu verwenden oder auch Bildschirmgröße testen, um dort quasi einen Smartphone-Bildschirm zu simulieren. Weiterhin habe ich für das Online-Testen im Team, also intern, noch einen Webspace angemietet und dort mit WinSCP entsprechend meine Diskussion hochgeladen, um sie quasi intern im Team trotzdem bereitstellen zu können und auch testen zu können vor Ort. Mit Git habe ich dann noch letztendlich für mich als einzelner Entwickler Backups gemacht. Also das, da kann man noch viel mehr nutzen auch, aber ich habe es für mich einfach nur als Backup-Lösung gesehen und dort immer hochgepusht. Komme ich nun zu Framework 7. Das ist ganz gut. Es basiert im Wesentlichen auf dem HTML, JavaScript und CSS und bietet damit eine geringe Einstiegshürde, finde ich, für viele Entwickler und Entwicklerinnen dort loszulegen. Die Webseite kann ich auch empfehlen. Da hat man gleich rechter Hand diese Grafik, also dieses virtualisierte, simulierte Smartphone. Da habe ich gleich am Anfang gar nicht mitbekommen, dass man da wirklich auch schon klicken kann. Man kann sich dort verschiedene grafische Templates, die es gibt, dort anschauen und gucken, wie das Verhalten ist, wenn man da klickt, was dann passiert, ob man das vielleicht auch selber nutzen möchte. Die Lizenz, unter der es veröffentlicht ist, ist die Massachusetts MIT-Lizenz. Und die Documentation ist sehr reichhaltig, kann ich empfehlen. Es gibt weitere Repository dazu, wie zum Beispiel KitchenSink oder auch viele Beispiele für, in so einer Galerie, die man sich angucken kann.
es gibt ein eigenes Forum, dem ich mich noch angemeldet habe, oder auch Stack Overflow und andere, die ja bekannt sein dürften. Wichtige Konzepte möchte ich nun vorstellen. Also so eine App, die besteht zum Beispiel aus der View. Das ist ein zentrales Element, in das immer Inhalte, also Seiten, geladen werden können. Das heißt, man hat immer mindestens eine Main-View. Das reicht auch bei vielen Apps. Man kann aber auch zum Beispiel im Split-View-Modus, also noch eine gesplittete Sicht machen, um noch viel komplexere Dinge dort realisieren zu können. Die Pages sind dann also die einzelnen Inhalte, die man dann lädt. Und da finde ich klasse, da gibt es auch gleich schon vorgefertigte Events, die, also wie zum Beispiel Page Init oder After In, After Out und weitere, die man nutzen kann, die dann gleich getriggert werden, wenn dieses Ereignis auch eintritt. Der Router ist im Hintergrund und sorgt so für die Navigation intern zwischen diesen Pages. Also man legt dann quasi einen Pfad intern fest nochmal, den man verwenden kann, um auch von einer Page zu einer anderen zu navigieren. Und es ist auch sinnvoll, wenn man jetzt einen Login-Bereich hätte, da könnte man erst, wenn der Login erfolgreich war, dann noch weitere Pages freischalten. Also das ist auch ein gutes Konzept, wie ich finde. Es kommt auch an vielen Stellen Objektbasierung zum Einsatz, wo man sich dann auch schon nochmal über den Lebenszyklus von einzelnen Objekten Gedanken machen muss. Also die ganze App zum Beispiel ist ein Objekt vom Typ Framework 7. Man kann dort verschiedene Parameter setzen, Namen und Ähnliches einstellen. Die View, die eben erwähnt ist, ist ebenfalls ein Objekt, oder zum Beispiel der Swiper, den ich auch dann zum Weiterswipen von der Station innerhalb eines Spaziergangs gebraucht habe, ist ebenfalls so einer. Und es gibt auch viele CSS-eigene Klassen vom Framework, die man nutzen kann, wie zum Beispiel Link. Da kommt dann gleich so eine Hand, wenn man mit der Maus drüber fährt, oder Page-Content innerhalb einer Page. Das wird gleich mit einem vertikalen Scrollbalken versehen, wenn der Inhalt entsprechend größer als die Bildschirmhöhe wird. Und man kann trotzdem auch das klassische CSS verwenden, das habe ich auch an vielen Stellen getan, muss dann allerdings aufpassen, was wird durch Framework 7 schon belegt und was beschreibt man dann unter Umständen noch. Komme ich nun zum Konzept Router Component oder Single File Component. Das ist also ein bisschen aus Vue, aus einer anderen Frontend-Umgebung entnommen. Das bekommt die Dateiendung f7.html und da kann man also ganz übersichtlich, wie ich finde, sowohl HTML oben bei dem Template dort einfügen, also dann die verschiedenen HTML-Elemente und drunter in dem Skriptteil dann JavaScript. Und das ist dann sehr übersichtlich. In dem Data-Bereich kann man sich die Daten bereitstellen, die man braucht, also dort mit Requests arbeiten. Man kann APIs abfragen, Datenbanken oder erstmal auch nur JSON-Dateien, wie bei mir aktuell. Man kann sich noch eigene Funktionen dazu programmieren. Und bei On dann die schon erwähnten Page-Events. Da muss ich dazu sagen, die Router-Component wurde jetzt in der neuen Version 6, die ich ja nicht verwendet habe, noch ein bisschen verändert. Das Prinzip ist gleich geblieben, aber es sieht jetzt ein bisschen von der Struktur her aktuell anders aus. Und wenn ich jetzt also dann mir so ein Array zum Beispiel mit den Stationen von einem Spaziergang importiert habe, kann ich dynamisch HTML-Objekte generieren, also gleich datensteuer deklarativ. Das finde ich auch eine ganz super Möglichkeit. Ich kann mit dem Each Befehl kann ich Schleifen entwickeln oder auch mit dem JavaScript if kann ich direkt im JavaScript eine if Entscheidung dort prüfen und wenn die wahr ist, wird der innenliegende HTML-Block auch ergänzt. Also ich kann quasi dynamisch zustandsgesteuerte HTML-Objekte hinzufügen oder wegnehmen. Das sieht dann hier so aus, wie in dem Beispiel, da läuft dann alle Stationen hindurch und fügt pro Station immer bei Data-ID noch eine ID hinzu. Und nimmt in dem Fall hier einen kurzen Titel, der dann angezeigt wird. Also man sieht es im Screenshot, dort grün-gelb, so sieht es dann aus. Und so wird dann dynamisch der Code erzeugt. Wenn man jetzt zwischendurch diese Data-Variablen oder Arrays ändern will, muss man immer mit self.setState arbeiten, dass wieder HTML refreshed wird. Also dann kann man wieder auch zwischendurch etwas nachladen. Komme ich nur zu OpenLayers. Eine sehr mächtige Funktion ist die Style-Function, wo man eben abhängig von Geometrietypen, Attributen oder auch Zoomstufen und weiteren dort verschiedene Features einfärben und stylen kann. Ich habe das zum Beispiel wie in dem Bild zu sehen, da ist oben rechts ein kleiner Pfeil, der zeigt die Richtung einer Route an, damit man erstmal weiß, in welche Richtung es geht. Und dort habe ich eine Schleife noch über diesen Typ, über diese Linie laufen lassen, quasi über die Segmente zwischen den Stützpunkten. Und dann sage ich im ersten und letzten Segment, und alle 1 Kilometer, also mit einer einfachen Distanzfunktion, circa soll solch ein Pfeil generiert werden.
Ich kann weiterhin auch mit Key Value arbeiten, also in der Vector Source von OpenLayers dort quasi die Features manipulieren mit Set oder mit Get. Und damit wird immer wieder die Style Function auch wieder aufgerufen. Also wenn dort quasi die Regel sich ändert, also im regelbasierten Style, dann wird das neu gerendert, neu gezeichnet. Und ich kann zum Beispiel bei mir diesen roten Apfel, dieses Symbol, ist gerade die aktive Station, die gerade aktiv ist. Das wird dann sofort wieder umgefärbt. Weiterhin sehr nützlich finde ich die globalen JavaScript-Funktionen. Also wenn man es mal nicht schafft, das so beisammen zu halten oder auch eine ordentliche Verlinkung hinzubekommen, das sollte immer das Ziel sein, kann man sich auch mal behelfen, globale JavaScript-Funktionen im Ausnahmefall zu deklarieren, zu implementieren und ist damit ziemlich frei. Also kann sowohl den Funktionsaufruf durch verschiedene Dateien schicken, wenn man das braucht, oder auch dann entsprechend mit den übergabevariablen Daten mitschicken. Das brauchte ich, weil ich bei mir OpenLayers extern ausgelagert habe in der JavaScript-Datei und deshalb das doch praktischer war, dann aus dem OpenLayers heraus woanders wieder was aufrufen zu können. Ein Spaziergang besteht nur aus JSON, wo quasi alle relevanten Daten in JSON, sowohl auch die Linien und die Punktstationsgeometrien angefügt sind und noch die Fotos extra. Und ich kann hier gezeigt diese Tools für JSON sehr empfehlen, wenn man mit JSON arbeitet, zum Validieren oder mal das sich in der Baumstruktur anschauen möchte. Dann ist es immer ganz nützlich, mal zwischendurch solche Online-Tools zu haben. Wichtig war auch bei mir, man muss die verschiedenen Komponenten, wenn man sie verwenden möchte, wie so ein Panel für das Menü oder so ein Sheet, muss die immer mit Use nochmal quasi registrieren. Das habe ich am Anfang nicht gewusst. Das hat ein paar Tage gebraucht, bis ich dann das mitbekommen habe und dann mich gefreut habe, dass es dann ging. Und das ist doch eine wichtige Sache bei mir am Anfang gewesen. Und es war auch ganz hilfreich, mir eine Tabelle noch anzulegen als Tabellendatei für die Bugs und To-Dos, sodass ich dann Überblick habe und immer so den Aufwand und die Priorität schätzen kann, wie quasi das gerade weiter vorangeht. Komme ich nun zu einem kurzen Ausblick. Also es wurde jetzt mit der App, wie sie gerade da ist, eine Praxistauglichkeit schon erreicht. Die ist aber noch auch auszubauen. Manche Funktionen werden noch vervollständigt, gerade quasi in der HTTPS-Steuerung, wenn man dann quasi Geolocation, die gibt es im Moment schon, aber dass die noch ein bisschen sauber dann den Modus anbietet. Es muss noch die Umstellung auf den Produktionsbetrieb erfolgen. Auch noch für Desktop-Bildschirme, die breiteren Bildschirme quasi, könnte noch das eine oder andere verbessert werden. Wie schon erwähnt, eine Backend-Datenbank, die würde sich anbieten, gerade wenn es dann wirklich mehr Spaziergänge gibt, dann wird es ja sonst unübersichtlich mit JSON-Dateien. Und auch schon das erwähnte Tool für den Import von neuen Spaziergängen, das wäre auch eine gute Sache. Ja, ich möchte kurz nun zeigen, wie dann die App aussieht. Starte ich ein kleines Video. Man sieht es im Moment, wie das Menü geöffnet wird, also dieses Panel auf der linken Seite. Wir gehen hier gerade zu den Einstellungen, wo man auch die Geolocation hätte. In dem Fall einfach nur mal Höhenlinien. Das war noch so ein kleiner Zusatz. Da werden jetzt hier Höhenlinien noch mit eingeblendet. Und jetzt gehen wir zu der Liste der Spaziergänge. Das ist noch ein bisschen getestet im Moment. Da gibt es jetzt hier den Herbstspaziergang. Der ist schon quasi ausgereift und den können wir jetzt starten und den sehen wir jetzt hier eingeblendet als rote Linie mit den Pfeilen und die grünen sind jeweils die Stationen, also das Auge bedeutet ein POI und der Apfel, das grüne Symbol, ist quasi eine essbare Pflanze oder Gehölz. Wir können unten den Swiper benutzen, erstmal in diesem Modus, wo wir die Karte komplett sehen und wir können aber dann auch, dort sehen wir jetzt gerade, dass es aktiv ist, weil es rot hinterlegt ist. Wir können jetzt auch in einen Modus gehen, wo wir den halben Bildschirm von der Höhe her mit einem Sheet geöffnet haben und dort schon weitere Inhalte wie Informationen oder auch Foto, Rezepte, Quellen und so weiter sehen können. Und wir können aber auch den ganzen Bildschirm benutzen, also auch jetzt weiter swipen in diesem Modus, wo man die ganze Höhe sieht. Hier sieht man zum Beispiel so einen Steckbrief noch von einer Pflanze und wieder ein Foto. Das lässt sich immer wie so ein Akkordeon, nennt sich das, ausklappen. Und das ist also auch sehr praktisch, dass man gleich dieses Akkordeon, heißt das eben, verwenden kann von Framework 7 und damit ziemlich schnell eigentlich auch so eine doch ganz funktionale App erzeugen kann. Da gehen wir nun bis zum Ende durch. Man kann oben auf dem X ganz oben schon zwischendurch abbrechen oder am Schluss auch dann die Route verlassen und wir sind dann wieder damit im Ausgangszustand. Ja, ich möchte mich ganz herzlich für Ihre und eure Aufmerksamkeit bedanken und stehe gerne noch jetzt für Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank, Theodor. Vielen Dank für deinen Vortrag, für die teilweise sehr, sehr interessanten, durchaus auch technischen Einblicke. Wir haben drei Fragen bereits in dem Fragentab drinne. Ne, die Teilnehmer oder die Zuhörer können gerne während der Fragerunde auch noch weitere Fragen dort reinschreiben. Wir fangen jetzt trotzdem mal an, die Fragen durchzugehen. War das Framework 7 von dir? War das von Anfang an gesetzt gewesen? Oder hast du das irgendwie, kannst du so ein bisschen begründen, weswegen dieses Framework ausgewählt wurde? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Also es gibt wirklich noch wie Angular, React und Vue und weitere, gibt es noch viele andere Frameworks. Ja, es war eine Empfehlung gewesen. Das hat mich schon erstmal die Richtung gebracht. Und ich habe jetzt quasi nicht verglichen zunächst, das hätte man auch machen können, welches Framework am besten geeignet ist, sondern ich habe mich da wiedergefunden und habe, wie schon erwähnt, diese grafischen Komponenten gleich praktisch gefunden und auch ja, diese Dokumentation, die eigentlich ziemlich gut daherkommt. Genau, also ich habe mich damit gut angefreundet mit der Arbeit mit Framework 7, aber es gibt auf jeden Fall auch viele weitere Frameworks, die auch in Frage kommen würden. Vollkommen gute Antwort. Gebe ich manchmal auch so als erstes Feedback, ne, wenn man so vom Gefühl her sagt, ne, man kann das irgendwie nachvollziehen, wie das aufgebaut ist, und dann probiert man es einfach mal aus. Ja. Sehr interessant finde ich aufbauend darauf die Frage, wie würdest du jetzt im Nachhinein die Einarbeitungszeit einschätzen in dieses Framework? Geht das oder würdest du sagen, jetzt im Nachhinein die Entscheidung war vielleicht doch nicht so gut? Also sicherlich, das habe ich auch gemerkt, ist es eigentlich immer besser, wenn man eine Technologie schon beherrscht und dann erst so ein Projekt angeht. Also bei mir war das ja quasi einhergehend. Das heißt, hätte vorher schon andere Projekte gemacht, dann wäre man auf einer anderen Seite dort. Also ich finde es aber machbar und also das gehört natürlich wie bei jeder neuen Technologie gehört das dazu mit den schon erwähnten Hilfestellungen, die es da gibt. Der einzige Punkt, denke ich, ist so ein bisschen der Hintergrund. Es gibt ja dort der Wladimir, die Person, die das quasi veröffentlicht. Da gibt es auch andere Frameworks, wo vielleicht noch eine breitere Community dahinter steht. Also das wäre ein Aspekt, wo man auch mal drüber diskutieren sollte. Ansonsten, also quasi, wenn man HTML, JavaScript und CSS quasi schon kann, das wäre eine gute Voraussetzung, dann ist es eigentlich ziemlich leicht, das auch zu erlernen, würde ich sagen. Gute Frage auch immer wieder. Die Entscheidung, dass Open Layers benutzt wurde, war das, weil das vom Framework 7 so integriert war oder war das von euch eine eigene Entscheidung, Open Layers lieber anstatt Leaflet zu verwenden? Also die Frage habe ich mir auch gestellt. Also es war nicht gleich damit verbunden. Also man kann natürlich das Framework 7 auch mit Leaflet oder auch mit anderen Packages und Bibliotheken verwenden. Ich hatte es durch Studium, da hatte ich halt auch schon Projekte mit Open Layers gehabt. Das war so ein bisschen dann die bequeme Variante, die man eben dann kennt. Und ja, auch dadurch, als Open Layers gilt ja schon als noch leistungsfähiger und dass man quasi dort noch mehr in die Tiefe gehen kann mit den Funktionalitäten. Das fand ich auch gut, weil damit kann ich wirklich auch Dinge ausreizen, die dort für mich dann vielleicht relevant sind. Aber es würde auf jeden Fall mit Leaflet oder auch mit anderen noch auch funktionieren. Vielen Dank und ne, du hast auf deiner Folie hast du auch Feedback geschrieben und ich glaube, die letzte Frage ist nicht unbedingt eine Frage, sondern geht ein bisschen mehr in die Richtung von Feedback. Wieso ist die Rute rot und die Äpfelchen Augen grün beziehungsweise auch rot? Die armen Leute mit einer Farbschwäche wird das bestimmt nicht so einfach sein, zu unterscheiden. Ja, Lene, vielen Dank. Also das ist für Feedback bin ich da gerne offen. Das ist vollkommen richtig. Danke, das werde ich auch mal heute aufnehmen. Also wir hatten auch mal überlegt, quasi diese gerade aktive Station, dass man die auch noch weiter hervorheben muss. Also dass die fällt da jetzt kaum mehr auf. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, den werde ich mitnehmen. Theodor, vielen Dank für deinen Vortrag. Ähm, Danke auch. vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Um 12 Uhr geht's weiter. Ja, danke schön. Tschüss.